Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Leute. X-Defiant, der COD-Killer, das beste COD aller Zeiten, was kein COD ist. Die offene Beta ist zurück. Ich habe sie gestern gespielt. Ihr habt sie mit Sicherheit schon gespielt oder spielt sie noch. Ich glaube, bis zum Wochenende geht das. Heute das absolut, das garantiere ich euch, nüchternste, analytischste Review eines Games, was ihr jemals bei mir gesehen habt. Es gibt ein erstes Review-Video von mir zu X-Defiant von vor, ja, wann war die Beta? Ich glaube, 6 Wochen oder so. Könnt ihr euch auch sehr gerne noch angucken. Da war ich sehr kritisch mit vielen von dem, was ich in dieser ersten Beta damals spielen konnte. Und da wurde ich geroastet von euch. Nicht von allen, aber von einigen. Oh, wie kannst du so schlecht reden? Das wird der COD-Killer. Bla, bla, bla. Habe ich gesagt, Leute, die ganzen COD-Warzone-Streamer, die finanziell abhängig sind davon, auf Twitch viele Zuschauer zu haben, die nehmen jeden Hype um jedes Game mit und suggerieren euch, kauft es, macht es, macht es. Ja, dafür wurde ich gehasst. Habe ich gesagt, Leute, wartet mal ab, das wird sich noch ändern bei denen. Alle haben es gespielt, durchgängig, die ganze Beta über. Fand ich schon krass, weil ich fand es einfach nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, der Netcode ist wirklich schlecht. Ich habe gesagt, der Netcode ist wirklich veraltet, Hit Detection ist nicht gut, Controller-Input ist nicht gut. Da wurde mir gesagt, das bilde ich mir ein und Millionen Leute auf Twitter haben dasselbe gesagt. Und Mark Cuban, der dahinter steckt, hat geliefert und hat das ja auch damals gesagt, jo, Netcode ist ein alter, ihr kriegt 9 diese Beta und das macht den Sprung zur 9, was hat sich von der alten zur 9 geändert und dann Fazit und dann noch ein kleiner Seitenhieb. Der Netcode jetzt, um es einmal zusammenzufassen, ist richtig gut. Also Hit Detection fühlt sich knusprig an, Gunfights fühlen sich so vom Feedback, was ich von den Schüssen bekomme, fühlt sich gut an. Der Netcode generell fühlt sich einfach sehr gut an, fühlt sich an wie ein modernes COD und Netcode können CODs mittlerweile einfach. Da hat er richtig dran gearbeitet. Ebenfalls Controller-Input. Also ich weiß nicht, wie das bei Maus und Tastatur ist, weil ich habe jetzt die Beta auf dem Controller gespielt, aber fühlt sich richtig gut an. Ich bin ein großer Fan davon, dass der Aim Assist wirklich sehr, sehr gering ist. Er ist besser als in der alten Beta, aber wenn jetzt immer noch jemand behauptet, dass Aim Assist zu stark ist, mit dem wenigen, den man in X-Defiant hat, dann tut es mir leid, aber dann musst du aufhören zu zocken, weil dann bist du wirklich vor einer anderen Welt. Der ist gering, das macht aber nichts, finde ich. Fühlt sich trotzdem gut an. Und mit den richtigen Settings, richtigen Einstellungen hatte ich dann in der zweiten Runde alles, was ich brauchte und dachte mir, perfekt, so Empfindlichkeit, Assist, alles ist gut. Das heißt, Netcode, Controller-Input viel, viel besser geworden, fand ich sehr, sehr gut. Server, was Ping und so angeht, bis zu dem Punkt, wo ich gestern nach 2,5 Stunden plötzlich keine Lobbys mehr finden konnte und der Server von Ubisoft überlastet war, war das auch gut. Ich hatte in den Games keine Lags und selbst wenn, es ist eine Beta, so Connection-Probleme sind für mich dann normal, das ist auch in Ordnung, hat sich insgesamt okay angefühlt. Deutlich besser als in der ersten Beta damals, aber jetzt kommt das große Aber und das Aber ist leider das, was für mich so auch den Ausschlag gibt. Neben diesen Sachen, die sich auch so Waffenbalancing, das sind so kleine Sachen erstmal. Waffenbalancing ist einfach nicht gut. Shotguns auf 2 Metern tödlich, auf 4 Metern absolut nutzlos. Sniper hatten so einen weirden Bug, wo die aus dem Scope manchmal rausgegangen sind, obwohl man drauf gedrückt hat. Alles so Kleinigkeiten. Waffenbalancing selber kann man definitiv überarbeiten. Viele fanden die SCAR gut, die ACR, ich fand sie jetzt nicht gut. Ich habe die M4 gefeiert. Die P90 fand ich gut, die haben viele nicht gut gefunden. Also man hatte das Gefühl, jeder hat irgendwie für sich eine Waffe. Es gab kein SBMM. Das hat man ultra gemerkt zwischen ersten geschlossenen Beta-Tag. Ey, ganz wirklich Stream-Deutschland hat gegeneinander gespielt auf höchstem CDL-Niveau. Und zweiter Tag kamen dann eben Casuals dazu, Randoms. Also alles Leute, die dann noch umsonst spielen konnten. Und man hat es gemerkt, es ist wirklich kein SBMM. Ne? Es waren halt normale Lobbys, wie man sie schon immer hat und was Klaus, Peter und Dieter uns nicht glauben, dass man auch so spielen kann. Hat sich gut angefühlt, war angenehm. Das Team Balancing bei dem Ganzen, nicht das Matchmaking, so das Team Balancing fand ich jetzt nicht so gut. Da waren wir oft im Nachteil, mussten 30, 40, 50 Kills droppen, damit unser Team gewinnt. Aber damit kann ich leben, weil es kein SBMM hatte, war in Ordnung. Map Voting finde ich natürlich geil, dass wir sowas wieder haben, weil es gehört für mich einfach zu einem Multiplayer-FPS-Game, auch wie COD, dass wir Maps wählen können. Wenigstens aus 2 Maps wählen. Und auch wie sie das Ganze mit Input angehen, also ich kann nur mit PlayStation spielen, ich kann nur mit Controller spielen.
wenn ich in der Party mit PlayStation, Xbox, Controller, Maus und Tastatur spiele, dann spiele ich automatisch auch Crossplay gegen andere Maus, Tastatur, PC. Das finde ich alles gut, das ist gut gelöst, das ist besser als PlayStation kann Crossplay ausmachen in COD, Xbox kann es irgendwie über Umwege, PC kann es sowieso nicht. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel als Konsolenspieler nur mit Konsolenspielern spielen möchte, kann ich das bei COD nicht. Und das fuckt mich mega ab, weil ich immer mehr mit Aimbottern, Wallhackern und sonst was auf dem PC zu tun habe und auch dieses Argument nicht mehr hören kann. Aim Assist ist zu stark. Das Ding ist halt, Call of Duty wäre auf dem PC seit vielen Jahren tot, wenn es kein Crossplay gäbe. Es ist einfach so. So, kommen wir aber zurück zu XDefiant. Was hat mich wirklich absolut gar nicht abgeholt und was ist für mich das größte Problem, was wir in dem Game haben? Langzeitmotivation. Ich habe gestern wirklich 2,5 Stunden auch witzige Runden gehabt und die waren auch okay. Aber abgesehen davon, dass ich es nicht mehr starten konnte, nicht mehr spielen konnte, war es dann aber auch mit einem Punkt langweilig, weil man hat so ein bisschen die neuen Sachen ausgetestet, hat so ein bisschen Gefühl bekommen. Insgesamt fühlt es sich so an, als wenn das Movement etwas schwammig ist, so clunky. So, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es fühlte sich langsamer an als davor. Obwohl Mark Cuban gesagt hat, ich höre, was ihr sagt, wir wissen nur nicht warum, weil wir haben nichts geändert. Da werden sie dran arbeiten, war alles gut. Aber auch das war gar nicht der Hauptgrund, sondern einfach dieses Game bietet mir keinerlei Langzeitmotivation. Weder jetzt in der Beta, wo ich ja leveln könnte, noch so wie es jetzt aufgebaut ist, später im Game. Und es hat einen einfachen Grund. Ich habe eine Secondary-Fähigkeit, die habe ich pro Runde so, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Mal. Die sind auch ganz cool, manche stärker, manche schwächer, alles in Ordnung. Balancing ist eine Sache, die man später rangehen kann. Und dann habe ich eine Ulti-Fähigkeit. Und die Ulti-Fähigkeit macht für mich, finde ich, als Call of Duty-Spieler schon den großen Unterschied aus. Es ist ein unfassbar gutes Gefühl, eine Flagge zu verteidigen gegen 3 Gegner mit einem Teammate. Man ist in Unterzahl, haut seine Ulti raus, kriegt die ganze Zeit Heilung, Schild oder so. So taktisches, schnelles Gameplay ist etwas Cooles, was mir persönlich Spaß macht, wo man sein Hirn einschalten muss. Aber diese Ulti habt ihr pro Runde einmal und wenn die Runde richtig heftig ist, habt ihr sie zweimal und das war's. Wenn ihr zwischendurch auf eine 5er-Streak geht, auf eine 6er, 3 Leute killt und 3-mal eine Flagge einnehmt oder 5 Leute killt, während ihr eine Flagge einnehmt oder verteidigt, es macht alles keinen Unterschied. Eure Ulti lädt sich ein kleines bisschen schneller auf, aber es ist nicht so wertvoll wie: Okay, ich habe 3 Kills, ich bekomme eine Drohne. Ich habe 6 Kills, ich bekomme Blitzschlag. Ich habe 8 Kills, ich bekomme, keine Ahnung, ein Wilson, der rumfährt. Das, was Call of Duty einfach schon seit Jahren als Patentmittel hat, nämlich, dass die Dopaminausschüsse in der Runde sehr hoch sind. Dadurch, dass ich weiß, wenn ich jetzt 3 Kills mache, kriege ich eine Drohne, die mir hilft. Jetzt mache ich 5 Kills, dann kriege ich einen Blitzschlag. Oh, ich kann auf 10 Kills gehen. Das hat XDefiant gar nicht. Es ist im Prinzip egal, ob ihr 5 hintereinander macht, 10 hintereinander, 20, 50, 100 oder auch 500, ihr bekommt allerhöchstens eure Ulti vielleicht einmal öfter und das war's schon. Und mir persönlich fehlt da einfach eine Menge und ihr werdet später auf Tarnung grinden können, es wird ein Prestige-System geben, aber all das ist in meiner Vorstellung gerade, ohne dass das Game voll draußen ist, nichts, was mich so hart anzieht und triggert, dass ich das Gefühl habe, ich möchte dieses Game jetzt noch eine 4. Stunde spielen, eine 5. Stunde, eine 8. Stunde, eine 10., noch ein 12er-Stream, 24er-Stream und. Versteht ihr, was ich meine? Es fehlt diese Langzeitmotivation dadurch, dass ich in der Runde gnadenlos einfach um ein paar Punkte spiele, dann ist die Runde vorbei, die Punkte sind XP und das geht von vorne los. Das ist ein Loop, bei dem sich halt wirklich rein gar nichts ändert und vielleicht fühlt es sich in Suchen und Zerstören, wenn der Modus kommt, anders an. Einfach weil ich in Suchen und Zerstören halt nur ein Leben habe und die Stakes sind higher. Das heißt, der Einsatz ist höher und der Gewinn höher. Aber so für Herrschaft, TDM und so ist es halt wirklich sehr schnell, für mich, vielleicht ist es für euch anders, langweilig. Und ich würde mir wünschen, dass man überlegt, seitens von Mark Cuban und den Leuten dort bei Ubisoft XDefiant, ob man den Charakteren die Secondary-Fähigkeit lässt, weil die sind wichtig für das Game, finde ich, und statt der Ulti Streaks einführt. Ich weiß, dass das komplett gegen deren Idee von einem coolen Multiplayer ist und das ist ja auch deren Idee, das akzeptiere ich. Aber ich befürchte einfach, dass in dem Status, wie das Game jetzt ist und ja auch releasen soll, wird dieses Game was richtig Geiles sein für eine kleine Gruppe, für eine kleine Nische von Leuten, die das genauso wollen. Aber damit dieses Game von vielen adaptiert wird und viele Leute richtig Bock haben, fehlt dieses Incentive, dieses, oh, ich hasse dieses Deutsch-Englisch, diese
dieser Grund für einen, diese Motivation zu sagen, ich spiele noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und Streaks machen, ob ihr es glaubt oder nicht, bei sowas einfach einen riesengroßen Unterschied. Natürlich kann man später eben auf Tarnung grinden und vielleicht auf neue Aufsätze und es wird einen Battle Pass geben, bin ich mir ganz sicher. Und ihr könnt auf Prestige grinden. Aber sinnlos Prestige grinden, ohne dass da wirklich was Cooles hintersteckt, ist im Prinzip dasselbe, wie wir in Call of Duty haben, wo ihr halt Level 850 sein könnt. Aber es macht keinen Unterschied, ob ihr Level 50, 55, 100 oder 500 seid. Es ist alles dasselbe. Und das ist so ein bisschen das, was ich, jetzt kommt der Seitenhieb, wenn ihr mal guckt bei Twitch, unsere Warzone-Elite, die alle gesagt haben, der COD-Killer, und manche haben geschrieben, besser als Warzone, die haben Multiplayer-Beta mit Warzone verglichen, denen kann es auch nicht mehr helfen. Die spielen alle wieder Warzone. Keiner spielt XDefiant. Warum? Es gibt keinen Grund, es länger anzufassen. Und das ist das, was mir eben ein bisschen Sorge macht. Und ich hoffe, dass ihr dieses Video und dieses Review von XDefiant, ich habe ja hier euch ein paar Szenen und sowas mit reingeschnitten, dass ihr das dieses Mal positiver annehmt. Ich habe mir größte Mühe gegeben, nicht einfach zu sagen, es ist Schrott. Lasst mir eure Meinung gerne da, zockt ihr es durch. Was würdet ihr euch wünschen? Was fehlt euch? Gebt ihr mir recht? Kann eine coole Diskussion draus starten. Und wenn ihr dieses Video seht, guckt ihr mal auf die Uhr. Ab 18.30 Uhr seht ihr mich auf Twitch live. Wir werden versuchen, auf Level 850 ist eine Wette in Modern Warfare 2 zu kommen. Ich lade euch herzlich in Twitch-Chat ein. Es ist eine coole Zeit dort. Glaubt mir, es ist besser als Netflix gucken. Ich bin raus, Leute. Haut rein.